The Legend of Zelda. Ein Name, der wie kaum ein anderer für Qualität steht. Für ganz besondere Spiele. Spätestens seit A Link to the Past auf dem Super Nintendo. Mein ganz persönlicher Bezug zur Serie begann allerdings erst später mit den 3D-Zeldas. Ach ja, Ocarina of Time. Mein Lieblingsspiel. Und damals, 1998, definitiv ein absoluter Meilenstein. Und heute, bald 20 Jahre später, immer noch einer der meistgenannten Kandidaten, wenn es darum geht, das angeblich beste Spiel aller Zeiten zu küren. 2 Jahre später kam Majora's Mask, ein ungewöhnlicher Nachfolger und allgemein ein sehr ungewöhnliches Spiel, das mit seiner düster-skurrilen Atmosphäre bis heute seinesgleichen sucht. Dann auf dem Gamecube kam The Wind Waker, ein Spiel, das mit seinem kunterbunten Cell-Shading-Grafikstil zunächst für Diskussionen sorgte, aber heute ist sich, denke ich, fast jeder einig, dass diese Grafik einen wesentlichen Anteil an dem unglaublichen Charme dieses Spiels hat. Was habe ich diese Spiele geliebt? Was habe ich sie vergöttert? Aber seitdem ging es mit der Serie für mich bergab. Versteht mich nicht falsch, auch die Zeldas, die danach kamen, sind sehr gute Spiele, keine Frage. Aber sie alle hatten ihre Macken, die meinen Spielspaß dann doch etwas trübten. Twilight Princess wirkte auf mich wirklich sehr uninspiriert und ideenlos, vor allen Dingen im Bereich der Rätsel. Phantom Hourglass hatte den Tempel des Meereskönigs, der mich mit seiner repetitiven Art einfach nur unfassbar genervt hat. Spirit Tracks hatte die ewig langen Zugfahrten und Skyward Sword wirkte phasenweise furchtbar gestreckt und war mit seinem Handholding fast schon eine Beleidigung für die Intelligenz des Spielers. Selbst das hochgelobte A Link Between Worlds konnte mich persönlich nicht begeistern. Mir fehlte es einfach an interessanten Charakteren und Nebenhandlungen und allgemein interessanten Handlungen. Ich konnte in diese Spielwelt einfach nicht eintauchen, denn es fehlte an Tiefe. Die Spielwelt war platt und leblos. Die Spielwelt wirkte auf mich einfach wie eine Fassade, ohne Substanz dahinter. Und das bringt mich zum größten Problem, das ich seit Jahren mit Zelda habe. Die Magie ist einfach weg. Zelda war für mich immer mehr als bloßer Spielspaß. Ein neues Zelda-Spiel war ein Erlebnis, vollgepackt mit ganz besonderen Momenten, die etwas tief in mir berührten. Alles fühlte sich so bedeutend, so groß an, oder? Um das inzwischen doch recht abgedroschene Wort zu benutzen, es war verdammt nochmal episch. Während dieses Gefühl in Twilight Princess hier und da immerhin noch vereinzelt aufblitzte, war es danach für mich persönlich einfach verschwunden. Es gab einfach keine großen Momente mehr, nichts hatte irgendwie Bedeutung. Ich erinnere mich noch genau daran, wie ich das Master Sword in Ocarina of Time aus dem Stein zog. Das war so ein Moment. Ich kann mich daran erinnern, wie ich in Majora's Mask den Mond aufhielt. Ich weiß noch genau, wie ich in The Wind Waker das alte Schloss Hyrule betrat. Und ja, auch die Szene in der Wüstenburg aus Twilight Princess habe ich noch genau im Kopf. Aber danach? Danach hatte ich derart emotionale Momente nicht mehr. Ich mag Skyward Sword, bis auf die Längen, spielerisch wirklich sehr gerne. Aber so richtig emotional gepackt hat es mich nicht. Kein Stück. Diese ganz besondere Zelda-Magie, die war einfach nicht mehr da. Und bis auf die wenigen Ansätze in Twilight Princess habe ich diese Magie seit fast 14 Jahren bei keinem neuen Zelda mehr gespürt. Mir wurde darauf von einigen Leuten gesagt, dass ich für dieses Gefühl einfach zu alt geworden bin. Dass dieses ganz besondere Zelda-Gefühl eben ein Produkt meiner Kindheit, meiner Jugend war. Ich habe das immer abgetan. Nein, es liegt an der veralterten, stocksteifen Präsentation, die ich einfach nicht mehr ernst nehmen kann. Kein Stück. Es liegt an der mangelnden Sprachausgabe. Es liegt an dem Fehlen von interessanten Prämissen. Das habe ich gesagt. Aber ein kleiner Teil von mir hat sich doch immer gefragt, ob diese Leute nicht vielleicht doch recht haben. Vielleicht bin ich wirklich zu alt. Vielleicht würde ich dieses magische und ganz spezielle Zelda-Gefühl nie wieder empfinden. Vielleicht. I think you are now ready. Ready to hear what happened 100 years ago.
Everything I've done up until now, it was all for nothing. Nein. Nein. Ich hatte recht. Die Magie ist wieder da. Ich spüre es wieder. Dieses Gefühl hat der neue Trailer von Breath of the Wild also bei mir ausgelöst. Aber abschließend würde mich natürlich interessieren, wie steht es mit euch? Hat er euch auch begeistert? Seid ihr jetzt noch heißer auf das Spiel? Oder auch nicht? Lasst es mich wissen, schreibt es mir in die Kommentare. Außerdem, falls ihr es noch nicht getan habt oder ihr neu auf diesem Kanal seid, würde ich euch sehr empfehlen, euch mal die Analyse-Videos anzuschauen, wo ich 3 Videos lang mir wirklich ganz genau anschaue, wo das Potenzial von Breath of the Wild meiner Meinung nach liegt. Die Videos habe ich zwar schon nach der letzten E3 aufgenommen, aber sie sind immer noch top aktuell, also schaut einfach mal rein. Falls ihr es noch nicht getan habt, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet, zumindest falls euch die Videos gefallen, ansonsten warum solltet ihr das tun? Und ganz zum Abschluss möchte ich nur noch eines sagen. Danke. Mein letztes Video ist mit über 10.000 Aufrufen mittlerweile. Mit Abstand das erfolgreichste Video auf diesem Kanal. Wir sind jetzt bei bald 4.000 Abonnenten. Was hier passiert, ist wirklich der Wahnsinn. Einige von euch unterstützen mich auch schon tatkräftig dadurch, dass sie über den Amazon-Link einkaufen, den ihr in der Beschreibung findet. Vielen Dank dafür. Allgemein läuft dieses Projekt bislang wirklich besser, als ich es mir vorgestellt hätte, und entsprechend bin ich momentan sehr, sehr glücklich. Wir sehen uns in den nächsten Tagen natürlich mit einem weiteren Video oder, wenn ihr wollt, am Sonntag, dann werde ich wieder live streamen. Genauere Infos dazu findet ihr natürlich auch in der Beschreibung. Das war's von mir. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis dann. Euer Martin.